Paul hatte mich gebeten, um mich zum ein bisschen einen Überblick zu geben zum europäischen Urheberrecht. Ich werde am Anfang was zu erzählen zum Ist-Zustand und mich dann im zweiten Teil des Vortrages dazu äußern, was im Moment gerade diskutiert wird auf europäischer Ebene. Ich werde mich beschränken auf die Regelungen, die für Kulturerbeeinrichtungen direkt relevant sind. Es gibt noch einen ganzen Haufen anderer Themenbereiche, die im Moment auch diskutiert werden, die vielleicht ansatzweise relevant sind oder zum Teil die Nachnutzung von Material in den Kulturerbeeinrichtungen betreffen. Ich werde mich aber auch vor allen Dingen die direkt relevanten Sachen beschränken. Der Status quo ist eigentlich zu beschreiben, und das ist, wenn man in Brüssel arbeitet, dann hat man zu diesem Thema, ich habe in der letzten Zeit unglaublich viele Änderungsanträge des Europäischen Parlaments durchgelesen, durchgenommen, und da steht unten immer, ich weiß nicht, ob das so gut zu lesen ist, United in Diversity. Wenn die sich streiten, machen die das immer auf Papier, wo United in Diversity draufsteht. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Und das Urheberrecht ist eigentlich auch, Europa ist natürlich ein, auch durchs Internet, der kulturelle Austausch ist schon ein vereinter Raum, aber gerade was das Urheberrecht betrifft, ist es doch auch noch sehr divers. Wir haben im europäischen Rechtsrahmen, der aus dem Jahr 2001 stammt, haben wir zwei Schrankenregelungen, die sich direkt auf Kulturerbeeinrichtungen beziehen. Die erste kommt aus dem Artikel 5.2c und betrifft bestimmte Vervielfältigungshandlungen von öffentlich zugänglichen Bibliotheken, Bildungseinrichtungen oder Museen und von Archiven, und das geht hier nur um Vervielfältigungshandlungen. Was Sie dahinter sehen, ist eine Webseite mit einer Karte, wo wir mal das sind optionelle Regelungen, die die Mitgliedstaaten implementieren können oder nicht, und wir haben vor ein paar Jahren mal eine Übersichtskarte erstellt, welche Regelungen aus der Urheberrechtslinie in welchen Ländern implementiert worden sind. Dies hier ist nur eine, die relativ homogen implementiert ist, allerdings sehr verschieden. Im Grunde genommen, also vor allen Dingen die Niederländer, die da orange drauf sind, das ist nicht, weil das die Nationalfarbe der Niederlande ist, sondern weil das teilweise implementiert ist. In den Niederlanden ist zum Beispiel diese Vervielfältigungshandlungen dürfen nur unternommen werden, wenn es geht um die Präservierung, also das vor dem Verfall erhalten von Werken. In vielen anderen Ländern darf das manchmal zu anderen Zwecken, in manchen Ländern ist das gekoppelt an eine bestimmte Anzahl von Kopien etc., aber eigentlich die Möglichkeit für Archive, Museen und Bibliotheken, um Kopien zu machen für den internen Gebrauch, besteht in den meisten Mitgliedsländern nämlich. Das ist also noch relativ einheitlich, obwohl da im Detail große Unterschiede sind. Wenn Sie auf diese Webseite gehen, copyrightexceptions.eu, gibt es da weitere Informationen zu jedem Land, oder bei den meisten Ländern gibt es weitere Informationen dazu. Das ist die eine. Die andere, die wir im Moment haben, ist, und das klang schon so ein bisschen an im Vortrag von Frau Niggemann, es gibt eine Schrankenregelung, die die Nutzung von Werken, die sich in den Sammlungen der Einrichtungen befinden, durch ihre Wiedergabe oder Zugänglichkeit machen, für einzelne Mitglieder der Öffentlichkeit zu Zwecken der Forschung und privater Studien auf eigens hierfür eingerichteten Terminals. Das geht also um das Zugänglichmachen von digitalen Kopien der eigenen Kollektion im Gebäude selber oder im Bereich der Eingebung auf eigens hierfür eingerichteten Terminals. Das sind dann halt die speziellen Lesegeräte im Lesesaal, die hier erwähnt worden sind. Das ist ein bisschen, für mich klingt da immer noch eine gewisse Idee von wie das Internet zugänglich war im Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er Jahre drin. Also das ist, eigentlich würde man hier, wenn man die Leute, die das geschrieben haben, ärgern wollte, sagen, sie haben einen Kardinalfehler gemacht, sie haben technologieabhängige Gesetzgebung gemacht und das ist noch ein bisschen hängen geblieben, eigentlich im letzten Millennium. Hier sehen Sie ein viel bunteres Bild im Hintergrund auf dieser Karte. Da sieht man, das ist also eine der Geschichten, wo ein Großteil der Mitgliedstaaten das teilweise voll implementiert hat, ein Teil der Mitgliedstaaten hat das nicht implementiert, das sind die Roten, und manche, die Orangenen, haben das teilweise implementiert. Wie gesagt, die Details sind eigentlich nicht so wichtig, es ist aber ein Flickenteppich im Moment in Europa, und was Museen und Archive in dem einen Land dürfen, dürfen sie nicht unbedingt im anderen Land. Gerade aus unserer Perspektive von Europäern ist das sehr ärgerlich, weil wir ja probieren, Sachen zusammenzubringen und auch auf dem Urheberrecht zu einer gewissen Standardisierung zu kommen, macht uns das die Arbeit relativ schwierig. Dann gibt es noch einen dritten Teil. Es geht nicht um eine Schrankenregelung, aber das betrifft dieses hier. Das ist ein Porträt von einer jungen Dame von Rembrandt.
In diesem Fall ein Porträt, was im Besitz des Rijksmuseums in Amsterdam ist, was durch die digitalisiert worden ist und in hoher Auflösung zur Verfügung gestellt wird. Rembrandt ist natürlich jemand, dessen Urheberrechte, insofern sie überhaupt bestanden haben, haben sie eigentlich nicht, weil zu seiner Zeit gab es noch keine Urheberrechte, mittlerweile abgelaufen wären. Also das ist gemeinfrei, dieses Werk. Und das wird eben durch das Rijksmuseum auch deutlich so gekennzeichnet. Im mittleren Teil, da unten steht Copyright und dann Public Domain. Das Rijksmuseum stellt das zur Verfügung, verbindet da keinerlei Bedingungen dran, was man damit macht. Anderes Porträt einer anderen jungen Dame, vom selben Künstler angefertigt, dieses Mal im Besitz des Museo del Prado in Spanien, wird auch in einer relativ hohen Auflösung zur Verfügung gestellt vom Prado. Allerdings, wenn man es runterladen will, und man darf damit tatsächlich Sachen, es wird auch zur Nachnutzung zur Verfügung gestellt, zumindest für privaten Nutzer, da wird aber deutlich angegeben, dass dieses Bild urheberrechtlich geschützt ist und das Urheberrecht dem Museum del Prado zukommt. Auch dies ist rechtlich komplett korrekt. Vielleicht könnte man sich noch streiten, ob es tatsächlich urheberrechtlich ist, aber da steht Copyright wird es wahrscheinlich, also Copyright trifft es in diesem Falle besser. Das ist nämlich, weil es in den europäischen Mitgliedstaaten ganz verschiedene Regelungen gibt, was betrifft die Schutzrechte für getreue Reproduktionen von gemeinfreien Werken. In den Ländern, die Sie auf dieser Karte gelb, ist das wirklich gelb, sieht ein bisschen grünlich aus da auf dem Schirm, glaube ich, zumindest aus dieser Perspektive sehen. In den gelben gibt es diese Schutzrechte. Das basiert sich meistens auf Schutzrechten für nicht originelle Fotografien. Also normalerweise ist ja ein gewisses Maß an Originalität eine Voraussetzung für das Entstehen von Urheberrecht überhaupt. Viele Länder, so die Bundesrepublik Deutschland, aber auch eben Spanien, kennen aber noch ein anverwandtes Schutzrecht für nicht originelle Fotos. Also einfach das Machen eines Fotos, egal wie originell oder nicht, führt zu einem gewissen Schutzrecht, das dann demjenigen, der das Foto macht, zukommt. Und bei Museen bedeutet das oft, dass ein einfacher Scan oder eine teilweise hochprofessionelle, gut belichtete Ablichtung von einem großen Bild von Rembrandt auch dazu führt, dass das Museum auf einmal exklusive Rechte zur Weiterverwertung darüber hat. Das ist also nochmal eine Geschichte, die, glaube ich, aus der Konsumentenperspektive, aus der Benutzerperspektive relativ problematisch ist. Von der Europäerperspektive finden wir das auch problematisch. Das ist also schwierig zu erklären, was es überhaupt bedeutet, dass irgendwas nicht im Allgemeinen frei ist. Und die vielen Wikipedianer, die hier im Raum sind, die werden sich auch daran erinnern, dass es da mittlerweile auch Wikipedia zum Beispiel hier in Deutschland in tatsächlich Prozesse verwickelt ist, weil Wikipedia sich eigentlich auf die Position stellt, dass solche Schutzrechte nicht existieren sollten. Und manche Museen dann aber doch sich auf die gegenübergestellte Position. Also es gibt viel Fragmentierung im europäischen Urheberrecht. Gut, das ist die Situation hier. Ich will noch mal ein paar Jahre zurückgehen nach 2011. Da hat es, das kulminierte 2011, ein Versuch, um im europäischen Urheberrechtsrahmen etwas zu machen für die Kulturerbeeinrichtungen. Und das hat zu der verwaisten Werke-Richtlinie geführt. Ich habe hier ein Bild von einem, ich habe da, nachdem die verabschiedet ist, drüber geschrieben, und das A Legislative Trainwreck, einen legislativen Zugunfall, ich weiß nicht, was die deutsche Übersetzung von ist, genannt. Deswegen dieses Bild hier. Das Problem, und die ist relativ wenig, ich habe mal probiert, ein bisschen mitzuhören, das ist eigentlich mit großem Aufwand getroffene europäische Gesetzgebung, die den Kulturerbeeinrichtungen zugutekommen sollte und dazu führen sollte, dass mehr Werke zugänglich geworden sind. Orphan Works Richtlinie, ich habe das, glaube ich, ein oder zweimal hier in diesen zwei Tagen gehört, und das ist ungefähr auch die Bedeutung, die dazu kommt. Es gibt mittlerweile, es gibt da beim EU Intellectual Property Office eine Database, wo drin die Anzahl der Werke, der verwaisten Werke, die mittlerweile publiziert worden sind, öffentlich gemacht wird, und das sind gerade mal 15.000 in der ganzen EU. Also das ist eine Richtlinie, die im Grunde genommen ihr Ziel relativ deutlich verfehlt hat. Die hätte vor ein paar Jahren auch schon evaluiert werden sollen. Wenn man die Europäische Kommission fragt, warum sie das eigentlich nicht gemacht haben, dann kriegt man zumindest off the record die Antwort, das sagt schon genug, dass wir das jetzt nicht evaluieren. Gut,
Was daran vielleicht aber nochmal interessant ist, nochmal zu der Karte zurück, es ist halt auch eine Schrankenregelung, wird eingeführt in der Open Works-Richtlinie und man kann, vielleicht ist die Schrankenregelung als solche nicht besonders erfolgreich, aber es ist hier ein Trend zu sehen, dass der europäische Gesetzgeber gesagt hat, die muss aber, also die wird verpflichtend implementiert. Es gibt zwei Schrankenregelungen im Moment, die im europäischen Urheberrecht verpflichtend sind. Das ist halt die Open Works-Schranke und das ist eine Schranke für temporäre Kopien, die quasi, ja, ohne diese Schranke würde eigentlich das Internet als solches nicht mehr wirklich funktionieren, weil dann jede temporäre Kopie auch Zustimmung von Urheberrechtsinhabern nötig hätte. Also da ist ein kleiner Schritt genommen worden, mit enormem Aufwand im Übrigen, eine ganze Database gebaut worden, hat uns aber nicht wirklich geholfen. Mittlerweile sind wir mitten in der nächsten Runde oder eigentlich ein bisschen gegen Ende der nächsten Runde. Und das ist die sogenannte Copyright in the Digital Single Market Richtlinie, die im Moment in Brüssel diskutiert wird. Und darin sind eine ganze Menge, also darin ist die Position von Kulturerbeeinrichtungen, nimmt einen relativ prominenten Platz ein. Vielleicht sollte man trotzdem erstmal gucken, was alles nicht berücksichtigt worden ist, was die Bibliotheksverbände, was Organisationen als Europeaner, aber auch die Museen und viele andere Leute probiert haben, darin unterzubringen. Es gibt immer so eine Vorphase von so einer Direktive, wo jeder bei der Europäischen Union anklopft und sagt, das muss da rein, das muss da rein, und dann gibt es irgendwann einen Vorschlag für eine Direktive. Das ist das Stadium, worin wir jetzt uns im Moment verkehren, und da werden dann bestimmte Sachen angesprochen. Was da nicht reingekommen ist, ist Fair Use, was hier natürlich, den Begriff habe ich öfters hier gehört, also die flexible Schranke, die es dem Internet Archive, amerikanischen Kulturerbeeinrichtungen viel einfacher macht, um Zugang zu ihren Kollektionen zu gewähren. Was auch nicht reingekommen ist, ist eine Ausweitung der bestehenden Schranke zur Wiedergabe, also die Schranke mit dem langen Namen, die ich vorhin schon mal erwähnt habe. Da gab es Vorschläge, von den Dedicated Terminals abzuweichen und zum Beispiel zu sagen, dass das im eigenen Netzwerk zugänglich gemacht werden kann, dass man also zum Beispiel zugänglich machen könnte auf iPads oder Laptops, die Benutzer selber mit in die Bibliothek nehmen, solange sie sich dann in der Bibliothek oder im Museum befinden. Ist auch nicht reingekommen. Eine Schrankenregelung zur Webarchivierung ist auch vorgeschlagen worden. Das hätte dein Problem, glaube ich, zum Großteil aufgelöst. Das ist aber schnell abgeschmettert. Dasselbe gilt zu einer Schrankenregelung zum E-Lending, also zum oder Ausleihen von E-Books. Auch noch was aus dem Bibliothekssektor kam, eine Schrankenregelung zum grenzüberschreitenden Cross-Border Document Supply. Das ist mein eigener Versuch, das vom Englischen ins Deutsche zu übersetzen. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist gewesen. Gut, das ist mittlerweile alles, das ist entweder nicht reingekommen oder im Prozess mal kurz angesprochen worden und dann wieder rausgeflogen. Also alles das werden wir nicht kriegen, leider. Es wäre sehr schön, wenn wir das alles hätten. Im Grunde genommen wäre ich schon mit dem ersten Punkt, glaube ich, zufrieden. Und dann könnte man sich den Rest auch sparen. Aber das gibt es nicht. Wir sind jetzt in der letzten Phase des Gesetzgebungs oder der vorletzten Phase des Gesetzgebungsprozesses, der sogenannte Trilog. Das ist die Phase, wo die Kommission einen Vorschlag gemacht hat, dann die Mitgliedstaaten im Rat sich auf eine eigene Position geeinigt haben, was sie gerne verändert haben wollen an dem Vorschlag der Kommission, und das Parlament auch eine Position angenommen hat, was sie gerne verändert haben würden in dem Entwurf der Kommission. In der Phase gibt es dann das sogenannte vier Spaltendokument. Hier hat es im Übrigen 5, weil da noch die Spaltennummer, 6 sogar, weil da noch Nummerierungen bei sind. Aber im Grunde genommen ist, was jetzt gerade passiert, und das passiert hinter verschlossenen Türen, allerdings auch nicht mehr so verschlossen mittlerweile, da dringt doch relativ viel nach draußen. Müssen sich also die drei Institutionen auf einen Kompromisstext zwischen diesen drei Vorschlägen einigen. Das ist relativ arbeitsaufwendig. Ich glaube, dieses Dokument hat über 400 Zeilen, wo man sich einigen muss. In den meisten Fällen sind tatsächlich die Unterschiede relativ groß. Hier sieht man zum Beispiel, dass das Parlament was zugefügt hat, was die beiden anderen nicht haben, und der Rat will eine ganze Menge verändert haben in dem Ding davor. Und das muss natürlich auch noch alles mal logisch bleiben. Also das ist relativ viel Arbeit. Da zeichnet sich aber, also in diesem Stadium zeichnet sich eigentlich schon ab, in welche Richtung das gehen wird, weil im Grunde genommen dürften hier keine neuen Ideen mehr reinkommen, sondern es muss zu Kompromissen kommen zwischen dem bestehenden Text.
Das ist die Aufgabe der österreichischen Ratspräsidentschaft. Im Moment ist die Ambition der Österreicher, das vor dem Ende ihrer Ratspräsidentschaft abzurunden. Die Ratspräsidentschaft endet am 31. Dezember. Das ist sehr ambitioniert, um das mal so zu nennen. Andererseits müssen sie sich vor ungefähr Mitte Februar einigen, weil sonst schaffen sie es nicht mehr, das vor der Europäischen Parlamentswahl durchs Europäische Parlament zu kriegen. Und dann ist die ganze Arbeit von 5 Jahren wahrscheinlich für die Katz. Gut, was können wir kriegen? Es gibt einen Artikel 5, Preservation of Cultural Heritage, der ist eigentlich nicht so spannend, weil der eigentlich nochmal, was ich am Anfang erwähnt habe, eine ganz spezielle Regelung zum Anfertigen von Präservierungskopien von Werken in der eigenen Kollektion europaweit festschreiben würde. Die müssten dann alle Mitgliedstaaten einführen. Das wird in manchen Mitgliedstaaten tatsächlich nochmal was bringen, weil es zum Beispiel dann die Beschränkungen bezüglich der Anzahl der Werke und sowas nicht mehr geben wird. Aber großartig verändern wird das eigentlich nichts. Das ist eine Harmonisierung von nicht wirklich einem Problem. Was interessanter ist, ist, dass im Rahmen von der Diskussion über Artikel 5 mittlerweile es doch so aussieht, als ob es eine Public Domain Clause geben würde, wodrin der europäische Gesetzgeber es festschreiben würde, dass das Anfertigen von getreuen Reproduktionen von gemeinfreien Werken nicht zu neuen Schutzrechten führen darf. Das würde also dazu führen, dass sich die Diskussion, die ich am Anfang angesprochen habe, mit dem Rembrandt, der vom einen Museum urheberrechtlich geschützt genannt wird, vom anderen als gemeinfrei verbreitet wird, sich erledigt hätte, weil dann würden die Mitgliedstaaten, die im Moment noch diese Schutzrechte kennen, irgendwie ihre Gesetzgebung so anpassen müssen, dass sie diese Schutzrechte für getreue Reproduktionen von gemeinfreien Werken der bildenden Kunst nicht mehr zukennen dürften. Das würde zu einer europäischen Harmonisation führen. Für manche Museen ist das, glaube ich, schwer vorstellbar. Für viele Museen gibt es immer noch die Idee, dass sie diese Rechte brauchen, um tatsächlich zum Beispiel Postkarten zu verkaufen oder Lizenzeinnahmen zu erzielen. All die Studien, die dazu angefertigt worden sind, weisen eigentlich allerdings das Gegenteil davon aus, dass diese Schutzrechte eigentlich nicht nötig sind und dass man prima auch Postkarten verkaufen kann, wenn man keine Rechte hat, weil auch niemand anders die Rechte hat, wenn es gemeinfrei ist. Gut, so viel dazu. Das ist alles, das kann passieren. Es kann auch sein, dass das nicht zustande kommt. Was zählt, ist tatsächlich der Text, der am Ende als Ganzes angenommen wird, und europäische Gesetzgebungsverfahren sind Kuhhandelverfahren. Es kann sein, dass da im letzten Moment irgendjemand sagt, ich stimme nur hier mit rein, wenn das da wieder rausfliegt, und dann fliegt es da wieder raus. Also ich will hier keine Vorhersagen machen, sondern ein bisschen den Rahmen abschrecken. Was vielleicht am interessantesten ist, ja, vorletzte Zeit, was vielleicht am interessantesten sind die Artikel 7.9 dieses Richtlinienvorschlages. Das geht zum Zugang zu vergriffenen Werken. Also das geht weiter als die verwaisten Werke. Vergriffene Werke sind Werke, die nicht mehr im Handel erhältlich sind. Das ist ein bisschen problematischer Begriff, der eigentlich aus dem Buchsektor kommt und jetzt auf einmal ausgebreitet wird für eigentlich alle Arten von Kulturerbe, und die Idee, dass etwas erst im Handel erhältlich war und dann nicht mehr erhältlich ist, lässt sich nicht eins zu eins übertragen, aber im Grunde geht es darum, dass es hier um Werke geht, die nicht kommerziell erhältlich sind auf normalen Werke. Wege. Und dafür hat die Kommission gesagt, dafür brauchen wir eine Regelung, die das ermöglicht. Der Kommissionsvorschlag ging aus von einem Extended Collective Licensing Modell, also dem Ausbreiten von kollektiven Lizenzverträgen. Das Problem damit war, dass das eigentlich viel zu schmal ist, weil das wird nur da funktionieren in Sektoren, wo es tatsächlich auch kollektive Verwertungseinrichtungen gibt und wo es eine Tradition von kollektiven Verwertungen gibt, die man dann ausbreiten kann. Vor allen Dingen im audiovisuellen Sektor ist das schwierig vorzustellen. In vielen Mitgliedsländern, kleineren Mitgliedsländern, gibt es überhaupt nicht wirklich für alle Sektoren Verwertungsgesellschaften. Also das wäre wahrscheinlich eine Regelung gewesen, die einen Teil des Problems gelöst hätte, aber nicht alles. Zusätzlich hat der Kommissionsvorschlag auch noch einen ganzen Haufen Suchanforderungen mit sich mitgebracht, der das also relativ unattraktiv macht, sich damit zu beschäftigen, weil es wieder arbeitsintensiv ist. Der Rat ist dann mit einer Version gekommen, die vor allen Dingen sich darauf gerichtet hat, die Arbeitsintensität der Suchanforderungen zu beschränken. Das ist deutlich weniger in der Ratsversion. Und das Parlament hat sich vor allen Dingen dem Problem zugewandt, dass der Kommissionsvorschlag eigentlich nur da funktionieren würde, wo es Verwertungsgesellschaften gibt, die auch repräsentativ sind für die Werke, um die es geht. Und auf Basis dieser drei Versionen ist eine Lösung denkbar, die alle Teilbereiche abdecken würde
und relativ wenig Suchaufwand erfordern würde. Wobei hier das Kernwort denkbar ist. Man kann die auch ganz total anders kombinieren. Es ist auf Basis der drei Versionen auch eine Version denkbar, die noch schlechter ist als der Kommissionsvorschlag, um es mal ganz deutlich zu machen. Wir haben Signale, dass das im Moment ein bisschen in die richtige Richtung geht, aber die Frage wird sich stellen, was am Ende rauskommt. Bin aber doch relativ optimistisch, dass es wahrscheinlich doch zu einer Lösung kommen könnte, die uns hier weiterhilft. Man muss sich dabei aber realisieren, das geht dann nur um vergriffene Werke und nicht um ganze Kollektionen. Also man wird immer noch sagen müssen, ich stelle mir jetzt hier eine Kollektion zusammen von nur vergriffenen Werken. Ich kann nicht also gerade Großdigitalisierungs-, Massendigitalisierungsprojekte, wo ich eine ganze Kollektion probiere, so kostengünstig möglich durch einen Digitalisierungsprozess zu kriegen, werden hierdurch nicht wirklich einfacher. Der Rat hat darum auch noch einen Artikel 9a hinzugefügt, der Extended Collective Licensing als Mechanismus eine EU-rechtliche Basis geben soll. Das könnte die Basis sein für tatsächlich Vereinbarungen mit Verwertungsgesellschaften, die komplette Digitalisierungsprojekte abdecken. Das Problem hierbei ist, dass in der Ratsversion dieser Vorschlag eigentlich nur gilt, das ist a, optionell, Mitgliedstaaten können das möglich machen, wenn sie das wollen, müssen es aber nicht. Und zum anderen würde dies nur für Domestic Projects gelten, also das würde die Nutzung wäre nur im eigenen Land möglich. Das heißt, man müsste die Resultate hiervon, wenn man sie dann öffentlich zugänglich macht, wahrscheinlich geoblocken. Das ist vom Mechanismus ganz sympathisch, aber der Effekt mit dem Optionellen und dem Domestic ist eigentlich, dass es auch wieder zu eher mehr Fragmentierung des europäischen Urheberrechts führen würde als weniger. Steht also eigentlich dem Zielsetzung der Digital Single Market Directive ein bisschen konträr gegenüber. Gut, das war's, das ist, was auf dem Tisch liegt. Es wird spannend bleiben für die nächsten drei, vier Monate bis Mitte Februar und dann werden wir eine Bilanz aufmachen können, ob sich in dieser Runde der Urheberrechtsreform tatsächlich was geändert hat für die Kulturerbeeinrichtungen. Wie gesagt, ich bin leicht optimistisch und lassen wir hoffen, dass das gut geht und dass die Leute, die dabei gerade verhandeln, sich durch hehre Zielsetzungen leiten lassen. Vielen Dank.